Hallo und herzlich willkommen zu NXT. NXT 3 vor dem Pay-Per-View Money in the Bank. Das ist jetzt meine Testaufnahme. Wenn das jetzt noch nicht so ganz klappt mit Synchronität von Webcam, also hier, dass das Bild gleich ist mit dem, was ich sage, dass das halbwegs vernünftig ist, wenn ich was sage, dass der Mund aufgeht und. Einfach mal jetzt ein Test. Ja, das bin ich. Luca Rahn und manche haben es schon gesehen am Montagabend im Stream. Aber was soll man machen? Da waren 14 Leute dabei, hab mich sehr gefreut, hat auch allen echt Spaß gemacht. Werden wir jetzt häufiger machen in der nächsten Zeit. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit NXT. Wunderschöner Bildschirmschmuck hier. Randy Orton, Rey Mysterio. Mega geil. Und dann kommen wir jetzt schon mal zu Match 1. Santino Marella gegen Chris Sterling. Chris Sterling, erfolgreicher Mann bei NXT. Santino ist quasi von Raw zu NXT rübergekommen. Gucken wir mal, wer gewinnt. Chris Sterling. Match 2. Viktor Kowalski letzte Woche von Rusev besiegt gegen Mark Morris. Heavyweight gegen Heavyweight, könnte man sagen. Ich tippe mal für Mark Morris. Verliert aber gegen Kowalski. Also die Cam ist in etwa da so. Und so ist der Bildschirm. Also muss ich mal ein bisschen in die Kamera, ein bisschen hin und her. Das Match hier habe ich so gelassen, wie es ist. Triple Threat, Jack Spencer gegen Arian gegen Jay Cassidy. Und ich glaube, das Match kann gut werden. Wir gucken uns das leider nicht an. Jack Spencer mit dem Sieg. Und dann jetzt Match 4. Adam Rico gegen Harvey Nero. Extra zwei Jungs, die bisher noch nicht in Action waren. Das war mir ganz wichtig, dass wir auch mal solche Leute reinlassen. Und was wollte ich noch sagen? Das ist das erste Match. Und im Main Event sehen wir dann unseren NXT Champion. Luke Bass gegen Razar. Den Partner von Jack Steele, der natürlich dabei ist. Jack Steele natürlich. Denn wir wollen ja langsam auf Money in the Bank zukommen. Und da werden wir das Match sehen in der Pre-Show. Jack Steele gegen Luke Bass, das wird episch. Und ich halte jetzt den Mund während den Entrances. Und ja, ich hoffe, Adam Rico gegen Harvey Nero, die beiden können uns beeindrucken und mal ein klasse Match zeigen. Weil ich glaube, auch die Leute, die wir bisher nicht gesehen haben, die können durchaus Matches bringen, die vielleicht besser sind als das, was wir bisher schon gesehen haben. Hell yeah! The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, from Haiti, Adam Rico. The WWE Universe letting him Adam Rico. And approaching the ring, from Lincoln, Nebraska, Harry Nero. The WWE Universe letting him hear it. Harvey Nero gegen Adam Rico. Die beiden machen beim Einzug auf jeden Fall schon mal ordentlich Party. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die beiden hier in diesem Match bringen. Moment, muss ein bisschen leiser machen, ist viel zu laut auf dem Ohr. Moment, ein bisschen. Oh, das war jetzt ganz schlecht, dass ich da drauf gedrückt habe. So ein bisschen leiser. Und dann geht's jetzt los. Adam Rico gegen Harvey Nero. Ich bin mal gespannt. Guckt euch das an. Direkt mit so, ja, einem Knee-Drop quasi. Rennt er quasi einmal über den Gegner drüber. Ich muss hier noch ein bisschen was umstellen, weil das ist mir gerade ein wenig zu laut. So. Moment. Hab das gleich. Muss noch ein bisschen leiser machen. Ja, Adam Rico hatten wir noch nicht in Action, Harvey Nero. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den nicht doch schon mal hatten, aber ich glaub's eigentlich nicht. Und deswegen ist das eigentlich relativ interessant, das Match. Guckt's euch an, Überwurf sind ja zwei eher Leichtgewichte, könnte man sagen. Also Adam Rico auf jeden Fall. Seine Frisur ist eh der Hammer, die von Adam Rico. Guckt euch das an, diese Gel-Frisur, so eine blonde Gel-Frisur. Wirklich nicht schön, wenn man mich fragt, aber muss man ja wissen. Suplex jetzt von Harvey Nero, jawohl. Harvey Nero hat ja auch seine Initialien, glaube ich, auf der Hose. Ja, HN, Harvey Nero. Ja, wer kann, der kann, ne? Und im Main Event dann Luke Bass. Da wird es mir kalt den Rücken runterlaufen bei diesem Entrance gegen Jack Steele. Also gegen seinen Freund, gegen Razar. Und Jack Steele ist dabei natürlich. Die NXT Tag Team Champions, die ja nicht verteidigen müssen bei Money in the Bank. Muss ja nicht immer sein. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Monday Night Raw. Kane. Gegen
Luke Harper. Das wird richtig krass. Kane hat ja Eric Rowan besiegt bei Raw. Und dann bei Money in the Bank haben wir ja noch Kane gegen Bray Wyatt. Und das, liebe Freunde, das kann nur der Hammer werden. Und was kommt denn da jetzt? Im Seil? Was war das denn? Das sah aus wie ein also so ein Tritt dahin, wo man nicht darf eigentlich. Diese Aktion ist ja einfach nur geil von Adam Rico. Die gefällt mir wirklich gut. Ja, Kick in den Rücken. Also wenn das jetzt noch nicht so ganz synchron ist, also ich werde auf jeden Fall so liegen, dass meine Stimme synchron über dem, was wollte ich sagen? Synchron über dem Video liegt, also dass ich, wenn ich jetzt 1, 2, 3 zähle, dass das richtig ist. Aber wenn das jetzt mit dem Bild von der Kamera so nicht passt, dann müssen wir da mal gucken. Ja, Publikum gibt Gas, können wir eigentlich mal mitmachen. Mal anfeuern. Also mein Favorit in diesem Match habe ich eigentlich keinen, aber ich würde es eigentlich zum Beispiel einem Harvey Nero sehr gönnen. Der hat ordentlich Stimmung gemacht, eben bei seinem Entrance. One, two, nee, das war es noch nicht. One, two, auch noch nicht. One, two, ach, guckt euch an, hin und her. One, two, und wieder hin und her. Guckt euch an. Das hatten wir schon mal bei Del Rio gegen Ziggler, letztes Jahr bei Hell in a Cell. Wann geht es zu Ende? One, two. One, two. Die zeigen, was sie können. Die Jungs, keiner lässt los. Ja, das ist ja mal wieder was. Das ist noch länger als bei Del Rio gegen Dolph Ziggler, glaube ich. Damals bei Hell in a Cell. Und das war schon lange, aber ich glaube, das ist noch viel länger. One, two. Sie schaffen es nicht. Wie lange geht das noch so? Das Publikum boot, glaube ich, boring gerade. Bin mir aber nicht sicher. Muss da mal eben eingreifen. Wenn man Start drückt und zurück zum Spiel drückt, kann das manchmal bringen, dass dieser Bug aufgelöst wird. Boring, 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 boring. Und jetzt aufgebrochen bei 2,5. Oh mein Gott, das Publikum ist richtig still. Hört mal. Die sind richtig leise geworden. Und jetzt Adam Rico mit dem Dropkick in der Ecke. Und hinterher nochmal so Dropkick in der Ringecke. Ich muss mal gucken, dass ich die Kamera irgendwann mal so dahin baue, damit ich gerade ausgucken kann. Ah, Submission Hold gegen Harvey Nero und das könnte es durchaus sein. Aber er lässt ihn direkt wieder raus. Oh, Top Rope Action. Darauf habe ich mich gefreut. Adam Rico mit dem Crossbody Splash genau auf Harvey Nero. Oh, guckt euch den Dropkick an. Nero, der taumelt richtig. Neckbreaker von hinten. Also Adam Rico gibt gut Gas in diesem Match. Und jetzt will er das Match beenden. Jetzt bin ich mal gespannt. Sein Finishing Move, den haben wir ja noch nie gesehen. Aber Konter von Harvey Nero. Und ein Roller wieder von Adam Rico. Jetzt geht's wieder los. One, two, three. Nein, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Was ein Kniestoß gerade von Adam Rico. Und jetzt Ansatz zur Sunset Flip Powerbomb, glaube ich. Jawohl, die Sunset Flip Powerbomb. One, 2-3, das ist das Ende. Sieg für Adam Rico. Das war ja mal ein Match. Also das hat mir wieder gut gefallen. Vielleicht können wir noch mal zum Ende gehen, wo die Sunset Flip Powerbomb kommt. Die sah wirklich super aus. Adam Rico gewinnt. Hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht. Da ist er nochmal. Die Sunset Flip Powerbomb. Und bam! Genau auf die Matte. Und jetzt Handshake. Jawohl, Jungs, sauber. Handshake, so gehört sich das. Man muss sich nicht immer verprügeln, man kann auch mal nett zueinander sein. Adam Rico, der Sieger, am Ende verdient, würde ich sagen. Und dann geht's jetzt ins Main Event. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo es heißt Gänsehautmomente. Luke Bass, der NXT Champion gegen Razar. Ich halte den Mund, wir sehen uns gleich wieder. Hell yeah! This is awesome. This is awesome. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring,
representing the Faces of Fear from Boise, Idaho, the NXT champion, Long Fox. Let's see if this competitor can turn things around tonight. Approaching the ring, accompanied by Jack Street, representing the legends from Tampa, Florida, one half of the NXT Tag Team Champions, Ravage. The whole WWE Universe saw this superstar come up short last time. Can he turn it around tonight? Jack Steel an der Seite von Razar. Und Razar muss ran gegen Luke Bass, mein Gott, das kann eigentlich nur ein Hammer-Match werden. Tag Champion gegen NXT Champion. Da nochmal der Handshake. Jack Steel steht da jetzt noch am Mattenrand, aber wird wahrscheinlich gleich auf den Mattenboden runtergehen, auf den Hallenboden runtergehen müssen. Und dann geht's jetzt los. Raza! Mit dem Enzugiri. Was war das denn? Der kickt einfach Luke Bass an die Schläfe. One! Na, Gott sei Dank noch nicht das Ende. Was war das denn gerade? Da klopfen sie sich ab, geben sich nochmal gegenseitig Mut. Jack Steel feuert ihn nochmal so richtig an, den Razar. Und dann kommt er direkt, zack, mit dem Enzugiri. Und jetzt auch noch am Kommentatorentisch. Holy shit, in der ersten Aufnahme mit Facecam. Razar nimmt Anlauf und Luke Bass liegt genau richtig. Was kommt jetzt? Ich krieg zu viel. Was hat er vor? Doch noch nicht. Ich dachte, jetzt will er kommen mit dem Splash durch den Tisch. Das wäre natürlich das Ende gewesen vom Match. Und jetzt mit der Ringtreppe. Aber da ist Luke Bass offensiv natürlich direkt da. Heiliges Kanonenrohr. Das ist mal ein Match, wie es anfangen muss. So denkt man sich das doch, wenn man es bookt. Jetzt aber. Und Jack Steel ist auch noch da. Und Razar hat irgendwas vor. Der will den, glaube ich, durch den Tisch slammen. Ich bin mir da relativ sicher. Nein, ey. So ging das Match schon los mit dem Enzugiri. Da hätte Luke Bass theoretisch schon K.O. sein können, aber war er nicht. Und jetzt Luke Bass. Natürlich ist das der NXT Champion. Das ist er nicht ohne Grund. Und bei Money in the Bank muss er ja in der Pre-Show dann verteidigen. Und jetzt Jack Steel sieht, wie sein Partner hier seinen Swinging Neckbreaker auspackt. Das kann die Entscheidung sein. Das darf nicht wahr sein. Und Jack Steel zieht den Referee raus. Und jetzt doch das Cover. One, two, three. Und Luke, nein! Luke Bass ist nicht besiegt. Ich dachte, das wäre das Ende und Luke Bass ist besiegt. Was hat denn Jack? Warum ist der Referee jetzt gerade eben rausgezogen worden? Ist er rausgegangen? Was war das denn? Also ich glaube, das hat Jack Steel nicht absichtlich gemacht. Hat wahrscheinlich nicht genau gesehen. Dachte wahrscheinlich, Luke Bass setzt gerade zum Cover an, weil anders kann ich mir es nicht erklären. Die zwei sind ja verbündet, bis ins Mark. Also das sind Tag Team Champions, wie man sie sich wünscht. Aber Luke Bass kommt raus bei 2,999 nach seinem Finishing Move, nach Razars Finishing Move, dem Swinging Neckbreaker. Oh Gott, und jetzt schlägt er auf ihn ein, auf Razar. Und wenn natürlich gleich der Clothesline from Hell kommt oder der Buzzer, dann ist es vorbei. Das wissen wir ja beide. Du und ich und alle, die auch noch sonst zugucken. Standing Moonsault. Ich drücke Razar so die Daumen. Ich finde den so hammer. Am Anfang war es immer Jack Steel, der im Rampenlicht stand. Und dann fing Razar an, beim Pay-Per-View Armageddon das Ganze mal umzudrehen. Und wenn er jetzt heute gewinnt gegen Luke Bass, ja, dann leck mich am Arsch, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann hat Razar wirklich bewiesen, dass er einer der Top-3-Player bei NXT ist. Clothesline von Luke Bass. Aber natürlich, Luke Bass ist ein Mann, den darf man einfach nicht unterschätzen. Der braucht eine Aktion, dann ist er wieder drin im Match. Das ist dem ja total egal. Aber Razar braucht halt auch nur noch eine richtig harte Aktion. Dann müsste er eigentlich doch den Sieg für sich holen können. Aber guckt euch Luke Bass an. Er kommt halt immer wieder und Überwurf gegen Razar. Ich würde es ihm so gönnen, dem Razar, wenn er hier heute Abend gewinnt.
Aber man weiß es halt nicht. Luke Bass ist unberechenbar. Und wenn Razar hier gewinnt, dann feiere ich hier. Dann raste ich hier komplett aus. Ich würde es ihm so gönnen. Komm, Razar, mach weiter, Junge. Wieder Standing Moonsault gegen Luke Bass. Der kann nicht mehr lange durchhalten. Spätestens, wenn gleich vielleicht nochmal der Neckbreaker kommt. Schöner Dropkick. Was will man denn mehr? Und jetzt komm, vom Doprop. Gib ihm und bam, Crossbody. Und jetzt, cover ihn doch. Was kommt jetzt? Submission hold. Submission hold, okay. Komm, tap up, tap up. Der hat viel zu viel eingesteckt, der Luke Bass. Der muss abtappen. Komm, gib auf, Mann. Guckt es euch an. Luke Bass kommt gar nicht mehr aus dem Move raus, kommt nicht ans Seil ran. Der muss jetzt gar nicht aufgeben. Gib auf, Junge. Du hast keine Chance. Razar zeigt, was in ihm steckt. Komm. Komm. Der Move ist schon so lange eingerastet. Jetzt muss er ihn eigentlich nur noch durchziehen. Luke Bass kommt niemals ins Seil. Niemals. Nein, er muss ihn rauslassen, weil Luke Bass einfach nicht aufgibt. Aber jetzt vielleicht noch eine harte Aktion. Step up, Insugiri. Genau so eine Aktion meinte ich. Und das ist der Sieg für Razar. Ich bin mir so sicher. Und das Cover, wir zählen mit. One, two, three. Und das ist der Sieg für Razar. Herzlichen Glückwunsch, Razar. Sieg gegen Luke Bass. Und das ist die erste Niederlage von Luke Bass bei NXT in einem Einzelmatch gegen einen NXT Superstar. Razar der allererste. Und jetzt feiern sie zusammen. Razar und Jack Steele. Geil. Geile erste NXT Facecam-Ausgabe. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Luke Bass liegt am Boden. Da bleibst du auch, du kleine Made. Und jetzt muss natürlich nur noch Jack Steele beim Pay-Per-View die Ernte einfahren, den Sieg holen, sich den Gürtel umhängen und dann war es das mit Luke Bass. Dann ist sein Stern schneller erloschen, als er wieder am Himmel war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste NXT-Ausgabe mit Facecam. Ich hoffe, ihr seid auch wieder bei SmackDown dabei. Wenn euch das mit Facecam gefällt, ich muss jetzt mal gucken, wie das Endvideo wird, ob das halbwegs synchron so gegangen ist, hier mit Stimme und Mund bewegen. Livestreams in Zukunft wieder mehr. Randy Orton und Rey Mysterio haben Razar Glück gebracht. R&R haben ihm Glück gebracht. Luke Bass liegt mal wieder am Boden und diesmal hat er bei NXT ein Einzelmatch verloren. Also es geht bergab mit ihm. Man weiß es nicht. Wie geht's weiter mit Luke Bass? Razar hat auf jeden Fall gewonnen. Jack Steele ist Number One Contender. Und was machen wir jetzt mit Razar? Wir werden sehen. Wir sehen uns bei SmackDown. Bis dahin, Hell yeah!